Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nicolaikum Trompetentraining und diese Frage, die wir heute behandeln, die gab es in letzter Zeit öfter. Und zwar wurde oft gefragt, braucht man ein neues Mundstück, damit es besser klingt auf der Trompete? Ganz pauschal vorneweg beantwortet, nein. Warum? Es geht erstmal um Technik, das heißt, wie übe ich? Übe ich jeden Tag nur 10 Minuten, eine halbe Stunde oder 60 Minuten? Wenn ich nur 10 Minuten übe, ist es definitiv zu wenig. Ich habe mich gerade aufgewärmt und höre schon wieder auf. Eine halbe Stunde ist ganz okay, aber letztendlich festigt man dort nur oder wiederholt nur seine Fähigkeiten und das war schon. Der richtige Übeprozess, also wo es richtig an die Technik geht, wo es an Höhe geht, wo es an Ansatzpower geht, wo es an Atmung geht, da braucht man einfach ein gewisses Kontingent an Zeit und ich habe das über Jahre ausprobiert und das ist definitiv das Minimum von 60 Minuten, also einer Stunde. Und da ist es auch ganz egal, ob du es einteilst in 20-20-20 Minuten Pakete oder ob du es aufteilst in 30-30. Manchmal lässt der Alltag einfach nicht zu und dann kann man auch eine 60 Minuten Session einfach mal durchziehen. Aber ich bin immer der Meinung, man sollte sich das unterteilen. Ich mache immer gerne 30-30. Weiterer Faktor. Atmung trainieren, also das richtige Einatmen, das richtige Ausatmen. Wie führe ich die Luft? Solche Übungen bringen auf der Trompete wesentlich mehr in Sachen Klang als das neue Mundstück, das man sich jetzt kauft. Oft ist es ja so, man hört einen Trompeter XY, der spielt das Mundstück XY und weil der super spielt, hole ich mir auch das Mundstück, dann klappt es bei mir genauso wie bei Trompeter XYZ. Natürlich ist das nie der Fall. Meistens ist es sogar so, dass man schlechter spielen kann. Erstens mal ist es natürlich ein ungewohntes Mundstück und zweitens mal bläst man anders rein, weil man möchte ja, wie der Trompeter jetzt klingen oder die Trompeterin. Und da ist es immer schwierig, denn es ist nicht das Allheilmittel, sein Equipment auszutauschen. Also auch eine neue Trompete oder das neue Mundstück sind nicht die Faktoren, die den Trompeter auf große Art und Weise nach vorne bringen, sondern es ist immer die Disziplin, der Fleiß, das Üben mit Köpfchen und dann ist es eine gute Sache. Und ganz am Ende dieses elendlangen Übetunnels ist ein kleines Licht. Und das ist Equipmenttausch. Also probiere ich mal ein neues Mundstück aus oder eine Trompete. Bis man dieses Ziel erreicht, gehen wirklich sehr viele Tage, Monate, Jahre an Übezeit ins Land. Und erst dann macht es wirklich auch Sinn, dass man dein Equipment ändert. Einfach mal links und rechts schaut, zum Musikhaus fährt, einfach mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Und eben dann einfach mal auch zu kontrollieren, ist es wirklich was für mich? Oder bin ich eigentlich mit meinem Equipment, das ich spiele, auch zufrieden? Am besten arbeitet man da mit Experten zusammen, mit Profi zusammen, also Mundstückhersteller, die kontaktieren, gibt es in jeder Gegend wirklich genug. Da auf jeden Fall dann vom Profi sich beraten lassen, die wissen ganz genau, dieses Mundstück braucht man für und so weiter und so fort. Also das sind da die Experten, mit denen man unbedingt da zusammenarbeiten sollte. Das war's kurz und knapp zu der Frage, ob man mit einem neuen Mundstück dann auch viel besser klingt. Nein war die Antwort. Alles andere ist Fleiß und Disziplin. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Trompeten-Video. Lasst am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns, wie gesagt, nächste Woche. Bis dahin und ciao!